Mahlzeit, ich bin Daniel, ein Trainer aus Simon Biomass. Ich stehe gerade in meinem ersten Standort im Kraftwerk Schkopau während einer Revision. Das Braunkohlekraftwerk Schkopau liegt im Süden von Sachsen-Anhalt zwischen Halle und Merseburg. Es ist seit 1996 rund um die Uhr mit mindestens einem Block in Betrieb. Mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 40% und einer extrem hohen Betriebsflexibilität bildet das Kraftwerk Schkopau einen wichtigen Baustein in der mitteldeutschen Energieversorgung. Unsere 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit den zwei Blöcken des Kraftwerks für eine unterbrechungsfreie Energieversorgung. Rund um die Uhr das ganze Jahr. Unser Kraftwerk hat eine Nettoleistung von 900 MW. Erzeugt durch zwei Turbinen mit einer Leistung von je 450 Megawatt und einer Frequenz von 50 Hertz, sowie einer Bahnturbine mit einer Leistung von 110 Megawatt und einer Frequenz von 16 2/3 Hertz. Unsere Kunden sind das benachbarte Chemieunternehmen, die Deutsche Bahn und Vattenfall. Unsere Kunden erwarten eine hohe Verfügbarkeit der Anlage und keinen Ausfall der gelieferten Produkte. Deswegen ist eine richtige Instandhaltung der Anlage notwendig. Und eine Revision ist ein bedeutender Bestandteil im Lebenslauf eines Kraftwerkes. Hallo, ich bin Daniel und ich bin hier gerade mit Silvio Sauer, der Instandhaltungsleiter Kraftwerks Schkopau. Und er wird uns helfen, eine Revision besser zu verstehen. Hallo Silvio. Hallo Daniel. Also Silvio, was bedeutet das, eine Revision? Eine Revision ist eine längerfristig geplante, längere Abstellung eines Kraftwerksblocks zu Inspektions- und Instandhaltungszwecken, die einen längerfristigen Stillstand bedürfen, wie zum Beispiel an Dampfturbine, Dampferzeuger, Rauchgasreinigungsanlagen und Kraftwerksnebenanlagen, um eine hohe Verfügbarkeit im weiteren Betrieb zu erhalten. Okay, Silvio, und jetzt die zweite Frage ist, warum wird hier gemacht, eine Revision? Also Daniel, eine Revision wird gemacht, um einen Kraftwerksblock hoch verfügbar zu halten, um Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, ebenso Überprüfungs- und Untersuchungsmaßnahmen, um die Anlage in einem sicheren und zuverlässigen Zustand für einen längeren Zeitraum von mindestens 3 Jahren zu erhalten. Dies beinhaltet natürlich auch alle Druckbehälter und TÜV-Prüfungen. Wie oft gibt es eine Revision, Silvio? Der Revisionszyklus des Kraftwerks Schkopau beinhaltet alle 3 Jahre. Dies resultiert aus den erforderlichen inneren Prüfungen des Dampferzeugers. Der Revisionsumfang variiert in Abhängigkeit von Betriebsstunden und von Verschleiß der Anlage. Okay, und wie viel Zeit brauchst du und dein Team, Silvio, um eine Revision zu planen? Mein Team und ich benötigen mindestens 1 Jahr Vorlauf, um alle für die Revisionsplanung notwendigen Tätigkeiten durchzuführen, Ausschreibungen, Prüf- und Inspektionspläne erarbeiten, Leistungsumfang erarbeiten und die entsprechenden geplanten Budgets auf die jeweiligen Komponenten aufzuteilen. Es wäre alles für heute aus dem Kraftwerk Schkopau. Bis zum nächsten Mal.